Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil LS17 hier bei unserem Forstprojekt. Mit von der Partie ist auch wieder der Sven. Moin Moin. Moin Moin. So, ja, wir sind gerade dabei zu klären, wie wir das mit dem Förderband machen wollen. Svens Idee war, das Förderband einfach hier unten hinzustellen und wenn der Haufen groß genug wird, dass das Förderband dann quasi automatisch das wegfördert. Ich habe eine kleine andere Idee. Es gibt noch dieses andere Teil von Grimme. Dieser dicke. Der ist ja nur für... Kacke, das geht gar nicht. Ich dachte, der dicke, den könnten wir da drunter stellen und links und rechts jeweils so ein Ding anschließen, weißt du? Der kann leider nur Kartoffeln und Zucker. Ja, kann nur Kartoffeln und Zucker rüben. Ist ja bitter. Ja. Na okay, dann... Wie viel Geld haben wir denn jetzt überhaupt? Ach, 756.000. Ja gut, dann können wir ja auch mal ein anderes Fahrzeug noch kaufen. Welches denn? Ja, welches wohl? Ach, unser Forst Pickup Titan. Genau. Da brauchen wir schon zwei Stück von. Ja, wir haben auch zwei Förderbänder, die wir transportieren müssen. Sieht's aus. Welche Farbe möchtest du denn haben? Ach, die kannst du selber konfigurieren. Ja, genau. Da musst du mir aber ein bisschen Geld geben dann. Nö. Ja, dann kann ich ihn auch nicht konfigurieren. Doch, hast du Pech gehabt. Nein, ich geb dir natürlich... Dann ist das wohl so. Ich geb dir natürlich Geld. So, Zigarettenpäuschen. Schon wieder ein Päuschen? Nein, wir haben nur Pause hier. Nein, das war ja nur ein Spaß. So. Ja. Warte, ich gebe dir jetzt ein bisschen wenig Geld. Ja, ich glaube so 2.500 reichen. Wo war denn das jetzt nochmal? Da. Achso, ich muss jetzt mal die separaten Konten dann machen. Da hast du mal gerade ein bisschen was. Zum Tune soll es wohl reichen. Ja, ja. Ich jump da mal gerade hin. Da. Jetzt ist dein Auto. Das ist mein Auto. Ach, ich habe wieder dieses richtig Kackdesign gewählt. Und die Türen wieder schwarze. Alter, wie scheiße sieht denn das bitte schön aus? Richtig schwul. Konfigurieren. Oh, jetzt sind wir schon wieder im... Können wir jetzt wieder reinjumpen. Wo willst du reinjumpen? Nee, man kann im Zug wieder reinjumpen. Echt? Hast du wieder nicht ausgestellt. Oh nice. Das ändert aber nichts. Echt sagen. Jetzt okay, jetzt sind nur die Türen schwarz. LOL. Ah hier. Machen wir das. Ja, jetzt ist er rot. Ja, mit Rallye-Streifen. Ui! Was war das für ein Bug? So, wir gucken uns hier einmal von außen an. Richtig schön auf Forstwirtschaft gemacht hier mit. Oh, hier oben kannst du was draufstellen. Ich kann hier oben Spanngurt auf dem Dach ansetzen. Können wir eine Palette Setzlinge draufstellen. Hier hinten schön mit Überrollbügel. Eine Schaufel ist oben dran. Auch die innen. Von innen ist der eigentlich ganz cool gemacht. Hier schön mit roten Ledersitzen. Ja, hier schön so mit riesen Radiophon hier. Entertainment-System drin. Nice. Richtig coole Karre. So, ich kaufe mal gerade dann noch die beiden Förderbänder. Die müssten wir eigentlich damit transportieren können. Mag die Felgen nicht. Musst du die andere aussuchen. So. Okay. Scheint nicht zu funktionieren hiermit. Hätte ich gedacht, dass wir die Dinger hier mitziehen können. Geht nicht, oder? Nee. Das muss funktionieren. Ich schwöre, geht nicht. Ich bin genau drunter. Aber sowas von genau. Das geht nicht. Nee, mit deren... Das geht leider nicht. Ach, der hat diese Kupplung, ne? Die Kupplung. Müssen wir die Bergziege und den anderen holen. Ich soll da mal gerade wieder hinbrettern. Mal gucken, ob wir den hier irgendwo
Ob das geht? Ich glaube, der eine konnte das doch gar nicht, der JCB, oder? Was konnte der nicht? Die Art von Anhänger hinten dran packen. Alter. Junge. Ja. Also, sicher? Ja. Okay. Du das sagst? Dann glaube ich dir das. So, wo stellen wir denn nur unsere Autos hin? Fly wie ein Möwe. Was ist mit Fly wie ein Möwe? Fly, kennst du nicht die Losers? Die haben irgendwie jetzt einen neuen Spruch. Fly wie ein Möwe. Ah, okay. Den habe ich jetzt mal gerade ganz dreist kopiert. Wie so ein richtig schlechter YouTuber. Einfach mal die Sachen kopiert. So. Oh. Dann nehme ich mal meine Bergziege. Da lasse ich Baum gefahren. Das geht mir nicht anders. Dann lasse ich aber mein Gewicht, lasse ich dann mal hier. Wolltest du? So, ab zum Händler. Der Bergziege ist ja ein Waldfahrzeug, kann man auch quer durch den Wald fahren. Jobber. Ja, ne? Ich bin so vorbeigefahren, ich trottel. Kein Kommentar jetzt zu diesem, ne? Einfach besser gar nichts sagen. Genau, kommt immer besser. Ja. So. Also meiner kann es auf jeden Fall aufnehmen. Sieht optisch zumindest so aus, als wenn es gehen würde. Du hast schon wieder alles angelassen hier. Dein Auto hast du angelassen, dein Rundumleuchten hast du angelassen. Oh. Mi. Kann ich auch nichts dafür. Ich bin halt immer so. LOL. Okay, das Lenken wird richtig lustig jetzt. Also bei meiner Bergziege berühren die Reifen und das alles gar nicht mit dem Boden. Wenn ich lenke, ist das quasi jetzt eine lange Einheit. Also meine Ladung schwenkt jetzt etwas aus. Ja, gut hingekriegt. Ja, toll. Jetzt ist hier Leitplanke, jetzt kann ich gar nicht rumlenken. Du kannst übrigens über die BGR fahren, ne? Ja. Glaube ich, oder? Warte. Boah, was war das denn für ein Leck, ey? Ja, kannst du. Ja, übel, ne? Aber hier ist noch ein Zaun. Ja, da doch nicht. Mann. Ich fahre hier unten lang über Feld 10. Mach doch. Oh. So. Ja, Leute, in ein paar Tagen, ich schätze mal, wenn die Folge hier online ist, noch mal eine Woche, dann komme ich auch von meinem Arbeitseinsatz wieder nach Hause und dann wird wieder neue Folgen produziert und neuer Content gebracht. Mal sehen, was dann bis dahin für Spiele rausgekommen sind. Vielleicht kann ich dann auch Kettle und Crops let's playen, weil ich habe die halt unterstützt bei Kickstarter und bin halt auch in der Early Access Version mit drin. Ich weiß aber nicht, ob die ein Embargo haben, dass wir nicht let's playen dürfen. Da werde ich mich nochmal erkunden, beziehungsweise dann werde ich es wahrscheinlich auch schon gesehen haben, ob andere Leute das gemacht haben. Und wenn es möglich ist, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf Kettle und Crops freuen, wenn ich wieder nach Hause komme. Das wird bestimmt richtig lustig. So, meine Bergziege packe ich jetzt mal wieder hier. So, jetzt gucken wir mal, ob deine Taktik, die du dir so vorgestellt hast, funktioniert. Bretter jetzt erstmal. Ich kann es auf jeden Fall mit lenken. Das ist schon mal was. Ich bretter jetzt hier voll in den Haufen rein. Okay. Kann man das jetzt irgendwie aufklappen hier? Fördermann aufklappen mit X. So. Ausfahren das Rohr.
So, habe ich. Und dein Rohr, ey. Ja. Ich und mein Rohr. Rohri, Rohri, Roh. Z. Einmal auf 50. Dann gehen wir jetzt mal auf Förderband aufklappen. Ist immer noch X. Und STGI. Kann ich das Ding jetzt auch irgendwie noch starten oder ist das jetzt an? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich kann jetzt nichts mehr machen. Warte mal, macht er eben hier. Ich guck mal, ob ich mit dem Träger hier irgendwas anstellen kann. Träger sag ich schon. Mit El Bagger. Oh, ich tot. Das geht. Do you see? Ich habe jetzt den Helfer angemacht. Eow. Der Helfer hat sich festgefahren. Vielleicht müssen wir das kleine Förderband da noch vorstellen, weißt du? Ich glaube auch. Das ist ja jetzt hier nicht drauf, sozusagen, ne? Ja. Weil der fördert jetzt ja nichts. Also, ja. Weil mein Helfer, der backt nämlich jetzt hier auch gerade richtig rum. Kommt gerade gar nicht klar auf dein Leben hier. So, mal gucken, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter vorfahre. Aber dann müssen wir, glaube ich, trotzdem erst den Haufen hier wegschaufeln, wa? Weiß ich nicht. Aber das funktioniert nämlich leider so nicht. Ja, hol mal das andere Ding. Ich hol das dann mal und dann probieren wir das nochmal aus hier. Den Angriff, okay. Ich schaufel trotzdem mal bei mir meinen Haufen weg. Soll ich den bei dir drauf mit schaufeln oder soll ich den hinpacken? Hast du gekauft jetzt das Ding? Ja, ja. Ja. Machen wir jetzt. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Du mit deinem Haufen da. Ja, sonst ehrlich gesagt musst du eben warten, bis ich wieder da bin. Ja. Aber das ist ja eigentlich auch doof, weil du ja da nichts zu tun hast, ne? Ja, ich bagger hier ein bisschen rum. Ich kann das ja auch dahin kippen. Ach nee, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch alles wieder das andere. Ich sammle erstmal das auf, was ich da jetzt gerade hingekippt habe. Weil der Haufen wird jetzt ja wahrscheinlich dann gleich woanders sein. So, fahren wir wieder zurück. Dude. Ich hoffe mal, das klappt, irgendwie. Ich will es auch hoffen. Weil das wäre nämlich voll die geile Sache eigentlich so an sich. Ich habe auch mal nach Mods geguckt, was Förderbänder angeht, aber da habe ich jetzt auch nichts Spezielles Gutes gefunden. Zack. Junge, ich habe hier richtig krasse Bagger-Action gerade gemacht. Ich habe nichts weggekippt. Krass, oder? Du bist ein richtig krasser Dude. Ich weiß. Ich habe manchmal so meine Momente. Wo es dann einfach klappt, ne? Ja, es einfach klappt. Ich habe schon wieder mein Rundumleuchten angelassen. Aber egal, ich muss gerade mein Gewicht mal anhängen. Ja, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende gleich unserer Vorgang gekommen und haben nicht einen einzigen Baum gefällt, haben eigentlich nichts geschafft in der ganzen Folge. Das ist mal krass, wie schnell 15 Minuten rumgehen. Ja, aber wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst doch einen Daumen und ein Abo da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Tschüss.